Hi, in dieser Folge wirst du ein Matratzenkönig. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons und heute geht's ran, dass wir in das Matratzengeschäft einsteigen. Vor uns siehst du den Matratzenkönig. In einer der aktuellsten Staffeln der Simpsons gab eine Folge, wo Mo ins Matratzenbusiness wieder eingestiegen ist. Ja, er war schon mal im Matratzengeschäft und jetzt steigt er wieder ein. Wenn du ein bisschen was darüber erfahren möchtest, guck dir doch einfach mal die aktuellste Folge der Simpsons an. Ich werde sie dir einfach mal hier einblenden. Und das heißt natürlich, du kannst selber entscheiden, willst du der Angestellte von Mo sein oder wirst du selber der König sein und setzt dir denn die Krone auf. Aber bevor es an unseren Matratzenkönig rangeht, gehen wir nochmal kurz auf die Umfrage ein, die ja in der letzten Simpsons-Folge war. Ihr durftet ja entscheiden, ob wir eine Militärakademie bauen oder eine Secret-Sache. Ihr seht, die Secret-Sache hat gewonnen, aber, hier sind die Quoten, so gucken wir mal. Also ihr seht, 50% haben für die Militärakademie gestimmt und 50% haben für eine Secret-Sache gestimmt. Ihr seht, ich habe auch meine Stimme abgegeben, so dass es keinen Verlierer gibt. An sich hätte die Militärakademie gewonnen, aber weil ich ja so ein herzensguter Mensch bin, habe ich mich für die Secret-Sache noch entschieden, damit beides kommt. Ja, gibt keinen Verlierer hier. Ihr seht, heute machen wir uns ran an den Matratzenkönig und ich fange schon an, ich weiß nicht, ob man da hinten das schon sieht, aber ich fange schon an mit der Militärakademie. Die wird denn nach dem Matratzenkönig kommen. Also, kein Verlierer gibt es, nur Gewinner. Wir werden den Matratzenkönig auch aus der Folge der Simpsons bauen. Ich nehme noch ein paar Elemente aus der Spiele-App, damit das Ganze doch optimal ist. So das, was man nicht in der Folge sah, das nehmen wir einfach aus der Spiele-App. Ich werde mir meinen Matratzenkönig gegenüber von unserem Quickie-Markt platzieren. Ich hatte ihn eher mehr so geplant daneben, aber weil der doch ein bisschen riesig ist, unser Matratzenladen, ja, passt er nicht so ganz daneben hin. Von daher kommt er einfach gegenüber hin. Für unseren Matratzenkönig brauchen wir nicht allzu viele Blöcke. Wir holen uns denn einfach mal für den Start, würde ich mal sagen, einen toten Stachelkorallenblock raus. Der hat dieses Muster hier, müsst ihr mal drauf achten, es gibt ja verschiedene. Dieses Muster hat der Korallenblock. Ja, jedenfalls holen wir uns dann noch ein bisschen roten Teppich raus. Roten Beton, rote Niederziegelstufen. Falls irgendwann mal rote Betonstufen gibt, nehmt die bitte. Ansonsten, wer es nicht hat, nehmt die roten Niederziegelstufen. Ansonsten holen wir uns noch ein paar Steinblöcke raus. Weiße Betonblöcke, dann ein paar Quarztreppen und Quarzstufen. Ich habe hier die glatten Stufen und glatten Treppen genommen. Eigentlich müssten die sich hier verbinden, sodass wir hier kein Muster erhalten. Aber ich glaube, das ist hier ein bisschen verbuggt im Spiel. Ansonsten, wenn ihr glatte Stufen habt, die sich natürlich hier aneinander schmiegen, wäre super. Ansonsten ist es egal, was ihr da nehmt an Quarzstufen. Ja, dann holen wir uns noch ein bisschen grauen Beton raus. So, wir fangen erstmal an, uns das Ganze zu markieren, und zwar den äußersten Rand von unserem Matratzengeschäft, sodass du dir noch selber entscheiden kannst, wo möchtest du dir das Ganze platzieren. Wir beginnen erstmal mit unserem Korallenblock, dass wir uns hier eine Fläche von 3x3 uns hier vorne einfach mal platzieren. Dann würde ich sagen, gehe ich hinten auf die linke Seite ran und setze mir da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ran. So, wenn wir das Ganze dann erstmal so haben, geht es denn hier auf der linken Seite komplett einmal nach hinten weg. Da zählen wir denn noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 Blöcke setzen wir dann hinten ran. Insgesamt sind es dann 34 Blöcke. So, jetzt wollen wir natürlich hier auf der Rückseite einmal das Ganze dann hier auf die rechte Seite hinziehen. Da setzen wir dann auf der Rückseite noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 Blöcke setzen wir jetzt hinten noch ran. Insgesamt haben wir 47 Blöcke auf der Rückseite. Jetzt geht's wieder nach vorne. Das heißt, da setzen wir jetzt vorne noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36.
36 Blöcke setzen wir dann hier auf der gegenüberliegenden Seite einfach mal ran. Insgesamt haben wir dann 37 Blöcke. So, jetzt geht es hier natürlich wieder auf die Vorderseite. Da setzen wir dann einfach mal hier wieder zur linken Seite noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Insgesamt haben wir dann hier vorne 7 Blöcke. So, denken. Geht es denn hier wieder einmal nach hinten weg? Da setzen wir noch 1, 2, 3 Blöcke ran. Dann geht es wieder zur linken Seite. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Und wenn wir die dann dran platziert haben, setzen wir hier dann wieder ein 3x3er, ja, 3x3er Grundfläche einfach mal hin. So, jetzt haben wir unseren Grundriss schon mal hier abgeschlossen. So, jetzt kannst du dir entscheiden, wo willst du das Ganze platzieren, kannst du dir verrücken oder wenn du jetzt hier natürlich das Maß hast von unserem Grundriss, kannst du das Ganze auch woanders dir nochmal aufbauen, wenn du möchtest. Ne? Halt da, wo es dann passt, dass du vielleicht auch einen Parkplatz hier vorne hinzeichnest oder. Ne? Wie du dir halt dein Matratzengeschäft gestalten möchtest, sage ich mal von außen. So, jetzt geht's weiter. Wir bleiben immer noch kurz bei unserem Korallenblock und zwar auf unserer 3x3 Fläche platzieren wir nochmal eine weitere Korallenblock Ebene, das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Wenn wir das soweit haben, dann geht es weiter, dass wir den Teppich einmal zur Hand nehmen. Den platzieren wir jetzt hier nicht auf unserem 3x3er Feld, sondern nur hier einmal auf der äußeren Reihe hier überall. Blub. So sieht es dann natürlich aus, wenn wir den Teppich an den Seiten einmal hier platziert haben. Weiter geht's jetzt mit unserem roten Beton. Wir fliegen einmal hier auf unsere Korallenblockfläche 3x3 hin und da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rote Betonblöcke rauf, können wir nochmal kontrollieren. Ich setze in der Mitte einfach mal einen Block. Wir haben 5 unten, 5 oben, passt also 11 Blöcke. So, das heißt, hier drauf setzen wir einmal so eine Schicht rote Betonblöcke auf 11 Blöcke hoch und auf der anderen Seite auch nochmal. Wenn wir denn die beiden Säulen von unseren roten Betonblöcken hier einmal vorne platziert haben, schnappen wir unsere rote niederziehige Stufe. Da können wir dann jetzt schon oben die letzte Schicht, sage ich mal, hier drauf ziehen. Das heißt, einfach hier rote niederziehige Stufen setzen wir dann hier einmal rauf. Wenn wir darauf schon unsere niederziehigen Stufen platziert haben, geht es jetzt weiter mit unseren weißen Betonblöcken. Wir markieren uns kurz einen kleinen Bereich und zwar ich fange hier vorne auf der linken Seite einfach mal an. Ich lasse mir jetzt den ersten Block jetzt hier einmal frei und dann ziehe ich mir hier einmal die weiße Betonebene bis auf die Rückseite hin. Bei der Rückseite ziehe ich mir dann einmal komplett hier einmal die Schicht lang. Haben wir dann auf der Rückseite das auch lang gezogen, geht es dann hier auf der rechten Seite auch einmal komplett bis nach vorne hin. Wenn wir das hier auf der rechten Seite einmal komplett bis nach vorne hingezogen haben, die vordere Seite können wir ja auch einmal hinten auch mit unserem weißen Beton markieren. Und dann würde ich sagen, zur Seite weg, können wir ruhig zwei Blöcke über hier noch das Ganze einfach mal hinziehen. So, jetzt haben wir an unserem äußeren Rand hier ein bisschen weißen Beton uns platziert. Du siehst, ich habe mir hier weißen Beton noch in der Mitte hier lang gezogen als Markierung. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Wir konzentrieren uns jetzt hier nur auf diesen weißen Beton, die wir uns an der Seite jetzt hier so lang gezogen haben. Das wollen wir uns jetzt alles auf eine bestimmte Höhe ziehen und zwar auf insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke ziehen wir uns das Ganze hoch. Können wir mal kontrollieren. Wir haben 3 unten, 3 oben, also 7. So, das heißt natürlich jetzt hier einmal diesen äußeren Bereich ziehen wir alles hoch auf 7 Blöcke. Wenn wir denn die Außenseite auf 7 Blöcke hochgezogen haben, hast du wieder ein fleißiges Bienchen verdient, sodass wir jetzt weitermachen können mit unseren Steinblöcken. Und zwar wollen wir jetzt vorne die Fensterfront uns ziehen. Wir beginnen erstmal hier, würde ich mal sagen, auf der linken Seite. Ich schnappe mir meinen Steinblock und setze mir jetzt hier vorne. Wir hatten ja hier einen Block freigelassen. Da setze ich mir 1, 2, 3, 4, 5 mal Steinblöcke hin. Dann lasse ich zu der Seite mal zwei Blöcke Platz und setze mir hier nochmal 5 Steinblöcke einfach mal hin. Dann wieder zwei Platz lassen, wieder 5 Steinblöcke hin und das Ganze noch einmal. So dass wir dann insgesamt 4x5er Steinsäulen hier uns einmal hingezogen haben. So, ganz oben können wir das Ganze dann hier auch noch einmal zuziehen und dann könnten wir eigentlich ja unten auch nochmal das Ganze zumachen. So, dann haben wir die eine Seite schon mal damit abgeschlossen. Jetzt geht es natürlich hier auf die rechte Seite hin. Hier machen wir auch nochmal so eine Fensterfront hin. Das heißt einfach mal, ich beginne an der Seite, machen wir hier 5 Blöcke mit unserem Stein hier einfach mal hoch. Immer dazwischen lasse ich dann 2 Blöcke Platz. Und dann hier füllen wir oben noch das Ganze einfach mal aus. Ja, und unten würde ich sagen, ziehen wir auch nochmal eine Steinblockreihe. So, jetzt haben wir natürlich die beiden Seiten fertig. Fehlt uns natürlich noch die goldene Mitte. Da wollen wir natürlich auch nochmal was ziehen. Ich schnappe mir erstmal meinen Steinblock, wie immer. Und dann gehe ich jetzt hier einfach mal an unsere fette Säule hier ran. Und ganz hinten setze ich dann einen Steinblock ran. Zur Seite weg lasse ich immer 2 Blöcke Platz. Dann setze ich mir noch einen hin. 2 wieder Platz lassen und nochmal einen. So, dass wir insgesamt 3-mal hier uns Steinblöcke platziert haben. Das Ganze mache ich nochmal auf der anderen Seite. Synchron mit. Ne? 2 freilassen. Und dann setzen wir uns hier auch 3 hin. So, diese 6 Steinblöcke können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 6 Blöcke uns hochziehen.
Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Blöcke ziehen wir dann hier einmal so hoch. Wunderbar, wenn wir die dann auf 6 Blöcke hochgezogen haben, fliegen wir einmal auf die innenliegende Seite. Das betrifft jetzt eigentlich nur die Leute, die das Ganze auch später einrichten wollen. Und zwar, ich möchte es mir natürlich gerne einrichten. Von daher mache ich mir die äußeren, sag ich mal, Fensterrahmen auf eine Dicke von 2. Die Mitte hier mache ich mir auf eine Dicke. Das heißt, wir ziehen hier die ganzen Steinblöcke zweimal noch nach hinten, dass wir insgesamt eine Dreier-Dicke haben. Und natürlich hier einmal auf der linken Seite oder jetzt hier von hier aus gesehen der rechte Seite. Hier die Seite ziehen wir auch nochmal auf eine Blockreihe nach hinten weg, also auf eine Zweierdicke. Also die Seiten auf einer Zweierdicke und die Mitte auf einer Dreierdicke. So sieht es dann natürlich aus, wenn man sich das Ganze einmal ein bisschen weiter nach hinten weggezogen haben. Wenn wir das soweit haben, gehen wir wieder einmal auf unsere Vorderseite und schnappen wieder unseren weißen Betonblock. Wir setzen jetzt einfach mal hier auf den Seiten, wo wir jetzt natürlich unsere Fenster hier so ein bisschen schon uns hinplatziert haben, noch zwei weitere weiße Betonschichten hin. Auf der rechten Seite machen wir es auch nochmal. Einfach hier zwei weiße Betonschichten hin, uns einfach mal hier platzieren. Die Mitte lassen wir erstmal noch frei. Danach schnappen wir jetzt uns einmal unseren roten Betonblock. Den wollen wir uns jetzt mal, sage ich mal, hier über unseren Fenstern an der Seite hier einmal platzieren. Das Ganze ziehen wir uns jetzt hier einmal komplett um unseren Laden komplett einmal rum. Zack, einmal komplett rumgezogen bis hier zur anderen Seite. Wir werden hier dann gestoppt durch unsere Säule. Wenn wir das dann einmal rumgezogen haben, unseren roten Beton, können wir darunter jetzt unter unsere roten Betonstufen, unter unsere roten Betonblöcke, die wir uns hier lang platziert haben, noch eine rote Niederziegel Stufenschicht machen. Und ich betone es nochmal, falls du jetzt schon rote Betonstufen hast, dann nimm die lieber. Das sieht einfach besser aus, denn wenn wir die Stufen denn einmal unter unseren roten Betonblöcke uns platziert haben, geht es weiter, dass wir jetzt ein bisschen Massenarbeit machen. Das heißt, wir haben ja an sich unsere weiße Betonmauer hier ringsrum einmal gezogen. Da wollen wir jetzt einfach mal ganz normal Schicht für Schicht jetzt erstmal eine Treppenreihe uns hier platzieren. Darauf setzen wir dann wieder eine Betonreihe. Darauf setzen wir uns dann wieder eine Treppenreihe einfach mal hin. Und dann nochmal zum Schluss setzen wir uns eine weiße Betonschicht. So, auf dieser weißen Betonschicht setzen wir uns dann eine rote Betonschicht. Und dann, wenn wir die rote Betonschicht haben, setzen wir da, sag ich mal, so unten an den roten Betonklotz, setzen wir dann nochmal eine, ja, Quarzstufenschicht uns einmal hin. So, und dieses Maß ziehen wir uns einmal hier komplett überall ringsrum. So, das machen wir einmal schnell. Wenn wir das Ganze dann geschafft haben, hast du dir schon wieder ein Fleißebienchen verdient. Ah, so viel Massenarbeit. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, jedenfalls sollte das denn, wenn es fertig ist, so in etwa aussehen. Jetzt fällt uns was auf. Ne? Hier bei den Treppen, da können wir ja durchgucken. So, jetzt können wir wieder entscheiden, was wollen wir machen. Wir können natürlich hier einmal die Lücken füllen mit rotem Beton. Dann sieht das Ganze natürlich so aus. Falls dir das nicht gefällt, ich mache mal die andere Seite einfach mal zur Ansicht. Mal mit weiß. Einfach mal so ein bisschen kennzeichnen. So. Könnt ihr entscheiden, was besser aussieht. Ne? Entweder nehmt ihr weiß oder rot. Was sieht besser aus? Ihr könnt entscheiden, aber ich nehme, glaube ich, rot. Also ich werde rot nehmen, aber ansonsten hier könnt ihr euch das aussuchen. Und wenn wir schon gleich wieder bei unserem roten Beton sind, wollen wir den auch gleich wieder verwenden. Und zwar, wir setzen jetzt einfach mal hier so schräg darüber, hier über unsere Steinblöcke, so schräg einfach mal nach vorne weg, einfach mal eine rote, eine rote Betonschicht einmal hier vorne ran. Auf dieser roten Betonschicht können wir dann wieder weiße Betonblöcke uns platzieren. Und zwar wollen wir das Ganze hier zuziehen, würde ich mal sagen, nicht komplett bis nach oben. Wir machen so, dass wir noch eine rote Betonschicht hier einfach mal Platz haben. Können wir das Ganze denn hier ausfüllen? Und wenn wir das ausgefüllt haben mit unserem weißen Beton, wollen wir darauf jetzt noch so eine kleine Spitze uns hinziehen. Ich lasse jetzt an den Seiten drei Blöcke Platz. So, dann mache ich mir die erste Schicht hin. Dann lasse ich nochmal an den Seiten drei Blöcke Platz. So, und dann lasse ich mir das Ganze, dass wir oben, sage ich mal, hier eine 5er Mitte haben. So, an den Seiten können wir jetzt überall nochmal eine rote Betonblockschicht hier uns einmal drauf platzieren. So, bis wir denn hier so auf die andere Seite ankommen. Mit unseren glatten Quarzstufen jetzt, sage ich mal, hier einfach mal in der Mitte unter unseren Betonblock hier einfach mal zwei weiße Betonblöcke weghauen. Da setze ich mir eine Quarzstufe einmal oben und unten einmal hin. Und auf der Rückseite setze ich mir dann einfach mal zwei graue Betonblöcke hin. So, dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Jetzt bleibt nur eins übrig. Und zwar können wir mit diesem ganzen Blockmaterial nur noch unser Dach fertig bauen. Das ist natürlich jetzt offen. Das wollen wir jetzt wie in der Spiele-App machen. Das ist komplett weiß gehalten. Dann nehmen wir dann einmal unsere glatten Quarzstufen, die wir uns dann hier, sage ich mal, auf der Höhe wieder von unserem roten Betonblock einmal unten uns hier lang setzen. Damit füllen wir jetzt einmal komplett hier unser ganzes Dach aus.
So sieht natürlich unser Dach aus, wenn wir es einmal komplett mit unseren Stufen ausgefüllt haben. Jetzt ist mir noch was aufgefallen, und zwar, wir hatten ja hier hinter unseren grauen Beton platziert. Und zwar beim Vorbau habe ich mir noch keinen Kopf gemacht, aber wir können das ja nicht einfach so lassen, das sieht ja doof aus. Von daher wollen wir so oben ein bisschen, sage ich mal, hier unser Schild ein bisschen dicker machen. Das heißt, einfach wir setzen, würde ich mal sagen, ja, das Ganze auch auf so eine Dreierdicke insgesamt. Und dann können wir das hier, sage ich mal, hinten einmal so zuziehen damit. Wenn wir das dann hinten einmal so zugezogen haben, würde ich mal sagen, verbinden wir das Ganze hier auch noch so ein bisschen mit unseren roten Betonblöcken hier auf der Seite, dass das denn hier alles halt zusammengeht. So, und dann haben wir unser Dach damit dann auch erstmal abgeschlossen. So, dann haben wir erstmal alles verbaut, was wir bauen können, und gehen wieder einmal an unsere Kiste ran. Um weiterzubauen, würde ich mal sagen, holen wir uns einfach ein paar Steinstufen raus, Steintreppen, dann würde ich mal sagen Glasblöcke, Glasscheiben. Ich nehme jetzt türkise Glasscheiben und Glasblöcke, kannst auch gerne jede andere Farbe nehmen, die du möchtest. So, dann holen wir uns ein paar Eisengitter raus, dann würde ich sagen, ein Hebel sollte dabei sein, ein Steinschalter, dann würde ich noch sagen, hellblauen Beton und gelber Beton. Dann würde ich sagen, geht es jetzt erstmal ran, dass wir erstmal mit den Fenstern und mit der Eingangstür beginnen auf der Vorderseite. Dabei schnappen wir unsere Steinstufen und Steintreppen einmal zur Hand. Die benutzen wir, würde ich mal sagen, jetzt erstmal hier in der goldenen Mitte. Wir nehmen erstmal die Stufen zur Hand, und zwar immer hier zwischen den Lücken hier platzieren wir jeweils eine Stufe. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Und jetzt meine ich nicht nur hier auf Vorderseite auf beiden Seiten, sondern auch in der, ja, hier einmal in der Mitte. Also ja, einmal im Laden können wir es auch nochmal machen, falls man sich natürlich einrichten möchte. Das betrifft wieder nur die Leute, die Interesse haben, sich das einzurichten. Und wenn wir uns schon mal auf der, ja, hier drin uns befinden, können wir das Ganze auch nochmal hier machen. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie das hier so wirkt. Von daher setzen wir uns jetzt einfach mal unsere Glasblöcke hier an den Seiten schon mal rein. So habe ich mir auf der Seite die Glasblöcke mir einfach mal rein platziert. So, ich habe mir das irgendwie so gedacht, dass ich mir dann hier oben nicht einfach Stufen hinsetze, sondern um diese Treppen. Na, wirkt das? Ja, ne, das sieht doch aus. Ach, wunderbar, wie das doch immer klappt, wenn ich mir da was vorstelle, dass es dann auch so ein bisschen aussieht. So, auf der anderen Seite wollen wir es auch nochmal machen. Ja, setzen wir dann einfach mal hier auf der rechten Seite natürlich auch unsere zwei Fenster mit Blöcken zu. Und in den dritten setzen wir natürlich noch oben die umgelegten Treppen hin. Ja, das sieht doch aus. Ich war schon wieder so frech und habe mir meine Glasblöcke reingesetzt. Ich hoffe, das stört nicht so doll. Ja, jedenfalls die Mitte ist ja dennoch so ein bisschen offen. So, da möchte ich mir auch gerne noch Glasblöcke hinsetzen. Ich würde mal sagen, was mache ich da mir hin? So zwei, ja, zwei sollten reichen. Ja, dann würde ich es mal sagen, nehmen wir einmal unsere Steintreppen mir auch hier für die Mitte einmal zur Hand. Und zwar, ich lasse mir unten 1, 2, 3 Blöcke Platz. Und dann setze ich mir natürlich einmal auf der, ja, einmal draußen, wie natürlich einmal im Laden, zwei umgedrehte Treppen rein. Hier einmal so hin. So. Darauf würde ich mal sagen, platzieren wir noch eine ja, Steinstufenschicht. Die können wir dann aber komplett einmal hier zu beiden Seiten noch einmal ziehen, damit das hier dann alles so schön eingerahmt ist. Die Steinstufen platzieren wir natürlich noch einmal hier draußen am Laden über den Treppen hier einmal mal hier zu beiden Seiten einfach mal hin. Wenn wir das Ganze haben, konzentrieren wir nochmal hier auf diese Mitte hier so ein bisschen. Ich setze mir jetzt hier einfach mal in der Mitte eine Stufe hin und an den Seiten zwei umgedrehte Treppen. Da können wir dann auch gleich schon unsere Tür hier reinhauen. Die mache ich mir eigentlich ganz simpel. Zwei Glasscheiben oben und unten, und als Griff nehme ich einfach Eisengitter. Wenn man sich fragt, was habe ich mir im Boden hier gemacht, das sind einfach ganz normale Schmelzöfen. So, weiter geht's dann mit den Hebeln und Steinschaltern. Die Hebel sollen ein paar Lampen darstellen. Die platziere ich mir jetzt hier einfach vorne an den Säulen so ein bisschen. Ja, die haben so ganz komische Lampen am Matratzenladen dran. Von daher müssen wir so ein bisschen Fantasie mit reinbringen. Ich finde so Hebel, die wirken so ein bisschen wie die Lampen. Aber ansonsten kann man sich auch gerne andere Lichtquellen ranhauen, wenn man das möchte. Aber ich nehme einfach so als Deko-mäßig mir einfach die Hebel mal. Das sollen meine Lichtquellen darstellen. Dann sage ich noch, nehme ich mir noch ein paar Steinschneider. Die sollen auch ein paar Lampen darstellen. Und zwar befinden sich hier, sage ich mal, unter dieser Leiste hier auch noch ein paar Lampen. Und zwar in der Mitte, in der goldenen Mitte, setze ich mir einfach mal einen Steinknopf. Und dann gehe ich zur Seite und lasse immer so, sage ich mal, zwei Blöcke Platz. Und setze mir dann hier wieder einen Steinknopf hin. Das sollte dann perfekt hier aufgehen, ne, dass wir dann hier auch zwei Blöcke noch Platz haben. So, wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter mit der, ja, mit dem hellblauen Beton. Jetzt wollen wir so langsam schon die Schrift einmal raufsetzen. Ich beginne jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, hier auf der linken Seite. Ich lasse mir unten eine weiße Betonschicht frei, an der Seite zwei Blöcke frei. Und dann schlage ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke weg. Setze mir einfach mal hier meinen, ja, hellblauen Beton einfach mal hin.
Dann würde ich mal sagen, lasse ich mir eine Reihe frei und dann 1, 2, 3, 4 schlage ich mir auch dann hier nochmal weg und tausche die einfach mal durch hellblauen Beton aus. Ja, dann bleibt noch unser gelber Beton übrig, wenn wir uns hier unseren hellblauen Beton reingesetzt haben. Und zwar, sage ich mal, jetzt hier bei unseren 4 Betonlücken, die wir haben, würde ich mal sagen, lasse ich einen darüber frei und gleich den nächsten, da setze ich meinen gelben Beton hin. Da machen wir jetzt natürlich jetzt unsere Schrift einmal hin, unser Matratzenkönig. Da kannst du natürlich auch gerne, wenn es dir optisch besser gefallen sollte, den blauen Beton auch auf eine Zweierhöhe hier reinhauen. Ja, aber ich finde irgendwie, das wirkt besser, wenn wir da nur eine blaue Schicht haben. Na, du siehst es gleich. So, warte mal, wir bringen erstmal die Schrift einmal ran. So, jetzt steht schon mal Matratzenkönig dran. Falls du natürlich nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, habe ich dir was in die Videobeschreibung reingepackt. Das ganz einfach, ja, wie man sich halt Buchstaben auf Banners craftet, erklärt. Ja, wir haben ja natürlich den Matratzenkönig einmal dran. Da war auch auf unseren King noch oben auf dem G noch so eine kleine Krone drauf. Die habe ich mir ganz einfach gemacht und bei so einem Banner einfach hier mit diesen drei kleinen Pünktchen unten mal so ein bisschen dargestellt. Und weil wir dahinter ja unseren gelben Beton haben, da könnte man auch einen Goldblock nehmen, wenn man möchte, ne? Sieht das auch ein bisschen aus wie eine Krone. Ja, und jetzt meinte ich ja, du kannst ja vielleicht auch zwei blaue Betonschichten hier machen, ne? Sag mal, dann wäre das Ganze ja hier bei dem oberen Teil des Buchstaben auch noch blau, aber ich finde irgendwie, das wirkt besser, wenn wir nur unten die Leiste haben. Das hebt das Ganze doch ein bisschen hervor. Unser Matratzenkönig steht jetzt hier in Springfield. Jetzt bleibt natürlich nur eins übrig, und zwar uns den Matratzenladen natürlich noch einzurichten. Ich fliege mit euch nochmal einmal rein, wo er leer ist. In der nächsten Folge ist er denn auch hier alles komplett eingerichtet. Das verlinke ich dir natürlich einmal unten in der Videobeschreibung. Ich kann ja kurz mal drauf eingehen, wie ich mir das Ganze vielleicht so plane für die nächste Folge. Und zwar hier vorne, den Bereich, den ich mir so ein bisschen eingezäunt habe mit meiner weißen Keramik, wird dann der Verkaufsbereich sein. Das, was man auch in der Folge des Simpsons sah, das versuche ich dann hier, so gut es geht, dann hier reinzubauen. Hier ringsrum, so in diesem Bereich, weiß ich noch gar nicht, was ich da bauen möchte. Die Simpsons haben da auch nichts vorgegeben, von daher, ja, können wir uns ausdenken, was wir da hinbauen möchten. Ich habe mir so ein bisschen geplant, mir vielleicht hier auch noch eine weiße Betonwand hier einmal lang zu ziehen, dass ich hier vielleicht noch einen zweiten Verkaufsraum mache oder einen Lagerraum. Mal schauen. Ja, jedenfalls, ich habe hier die Wandbreite schon auf 3 gemacht, weil die Wände waren, sage ich mal, mit Säulen und sowas fixiert. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber naja, darauf gehe ich ja denn ein, wenn die Tour ist. Ne, aber jetzt brauche ich euch damit noch nicht die Ohren zu labern, wie man sich das hier denn einrichten möchte. Aber wer denkt, man ist jetzt schon fertig mit dem Matratzenkönig, der irrt sich. Und zwar, es fehlt ja immer noch das Dach. So, die Simpsons haben nicht vorgegeben, was sich da drauf befindet. Man kann natürlich wieder Deko bauen. Das zeige ich euch dann bei der Tour. Einfach, was man sich so ein bisschen auf das Dach noch ein bisschen raufbasteln kann. Ich werde, glaube ich, wie immer solche Dinge basteln, wie jetzt auch bei Luigi drauf sind. Ne, solche Lüftungsanlagen und sowas. Ihr kennt das ja. Ne? Das kann man sich dann hier so ein bisschen drauf platzieren. Muss ich selber mal gucken, wie ich mir das platzieren möchte. So ein bisschen mit den Abständen her. Von daher kommt das jetzt in dieser Folge nicht ran. So, ich mache hier nochmal einen kleinen Rundumflug. Man kann natürlich sich auch noch Hinterausgänge und sowas basteln, falls man möchte. Also die Simpsons haben da nichts vorgegeben. Das ist dann halt alles offen, was man sich hier auch auf der Rückseite machen möchte. Kannst du natürlich auch noch Fenster dir platzieren. Ne, bleibt dir halt alles offen. Kannst du vielleicht auch noch einen Lieferanteneingang bauen oder sonstiges. Ne, halt, ja, worauf du halt Lust hast. Wie gesagt, innen drin hast du so viel Platz, also du kannst richtig austoben mit dem Einrichten. Ja, gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich vor unserem Matratzenkönig natürlich hier einmal noch Safety hin. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.